Ja, hi. Erste Frage direkt. Warum und wie bist du zur Jungen Union gekommen? Ja, ich habe mich relativ früh angefangen für Politik zu interessieren und habe irgendwie angefangen Zeitung zu lesen, was halt so rumlag mal oder sowas. Und da war ich glaube ich so 14, 15 oder so, wo das wirklich angefangen hat. Und dann war es irgendwann so, dass in der Schule und im üblichen Freundeskreis nicht viele sich auch so sehr für Politik interessiert haben. Und ich dann mal mich mit Leuten unterhalten wollte, die ähnlich informiert auch sind und auch mal Politiker treffen wollte. Habe mir angeschaut, welche Partei finde ich am besten. Das war die Union. Und dann bin ich zur Jungen Union gegangen. Okay, super. Jetzt sind wir hier bei den Jugendpolitiktagen und das wird veranstaltet vom zuständigen Ministerium. Und stellen wir uns mal vor, du vielleicht in 5 Jahren, du bist Minister und bist für die Jugend in Deutschland zuständig. Welches Thema steht ganz oben auf deiner Agenda? Ja, also es gibt, oh, da gibt es, das ist keine leichte Frage, da gibt es ja eine ganze Reihe an Themen. Also ich glaube, wenn ich mir anschaue von der Priorität, was am wichtigsten ist tatsächlich für junge Leute, dann sind das Sachen der Generationengerechtigkeit, nicht? Also das ist die Frage, haben wir noch eine stabile Rente, wenn wir mal in dem Alter sind? Wie ist das mit den Schulden, die wir ja alle wieder mit Zinsen und so weiter zurückzahlen müssen? Was ich aber glaube, ich auch sehr wichtig finde, was ja mehr im Familienressort drin wäre, ist die Frage, wie können wir Jugendliche beteiligen, auch an politischen Entscheidungen? Wie können wir auch Jugendliche mehr dazu bekommen, sich politisch zu engagieren? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Du hast es angesprochen, politisches Engagement von Jugendlichen. Jetzt ist die Frage, gebt ihr da als Junge Union eure eigene Antwort drauf oder bist du vielleicht auch bedacht, über Grenzen hinweg der politischen Parteien zu gucken, wie können wir die Jugend am besten stärken mit anderen zusammen? Ich glaube, das ist eine Sache, die nicht nur die Junge Union und nicht nur die CDU-CSU angeht, sondern das ist eine Sache, die alle demokratischen Parteien angeht. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass alle Parteien daran arbeiten. Es ist auf jeden Fall besser, sich zu engagieren in einer etablierten demokratischen Partei, als gar nicht oder noch schlimmer an den politischen Rändern. Insofern, das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur von uns. Jetzt bist du hier gerade erst angekommen auf den Jugendpolitiktagen. Was glaubst du, was erhoffst du dir von so einem Format, was ja so erstmalig jetzt ausgestrahlt wird? Und was glaubst du, wie kann man die Eindrücke, die hier gesammelt werden, auch mitnehmen? Wie kannst du die vielleicht mitnehmen, an deine jungen Leute weiterleiten und daraus irgendwas entwickeln? Ja, jetzt habe ich es ja noch nicht erlebt. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, es ist ja erstmal eine tolle Infrastruktur, die ihr hier auch auf die Beine gestellt habt. Also ich freue mich da jetzt auch auf die Diskussion. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache. Und wenn so viele Jugendliche zusammenkommen, auch aus ganz Deutschland und sich engagieren und sagen, wir müssen die politische Diskussion führen, wir müssen auch miteinander mal streiten und das auch so zugänglich machen, dass es junge Leute interessant finden. Was ja oft der Fall ist, wenn dann die selber wieder recht, sage ich mal, nicht zu alt sind, die dann selber diskutieren. Ich glaube, das ist eine gute Sache und ich nehme gern immer Anregungen mit. Die Junge Union ist ja die größte politische Jugendorganisation in Deutschland. Wir sagen immer in der freien Welt, aber das ist mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber ich denke, da können wir immer Anregungen mitnehmen. Okay, vielen Dank und viel Spaß hier.